Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe mir heute gedacht, dass ich eine Roomtour für euch abfilmen möchte, weil ich liebe mein Zimmer schon sehr. Ich bin auch sehr stolz darauf, wie ich es eingerichtet habe, weil ich habe nicht unendlich viel Platz, aber ich finde, ich habe es sehr effizient eingerichtet. Und ich mag auch einfach meinen Einrichtungsstil, aber es ist ja auch meiner, also natürlich mag ich ihn. Aber zum Beispiel, wie ich dekoriert habe und sowas, I love it. Lass uns einfach direkt loslegen. Roomtour, let's go! Wenn man hier durch die Tür reinkommt, haben wir links erstmal meine Ankleide bzw. meine ganzen Klamotten und noch ein bisschen andere Sachen. Hier oben auf der Kommode befindet sich mein ganzer Schmuck. Ich habe hier zwei Schmuckschatullen, meine Polaroid-Kamera, hier steht eine Lampe. Hier stehen auch meine Paul-Schuhe. Irgendwann möchte ich mehr haben, aber dafür brauche ich dann auch mehr Platz, weil hier ist nicht wirklich so viel Platz. Hier habe ich mein Make-up bzw. meine Pinsel und so ein paar Sachen, die halt draußen stehen und mein Spiegel und ein paar Taschentücher. Hier oben ist meine Kleiderstange. Hier hängen alle meine Klamotten dran, also alle meine Oberteile, und ich habe die auch nach Farbe sortiert. Das heißt, ich habe erst schwarz, dann irgendwie so grau, braun und Pullis. Also ich habe sie nach Farbe und nach Oberteilen sortiert. Dann kommen Tanktops und T-Shirts. Und ganz hinten ist mein geliebter Onesie. Hier habe ich meine Ringe, hier habe ich Ketten, ein paar Ohrringe, was ich letztens gekauft habe. Das gehört hier eigentlich auch nicht rein, aber ich habe sie noch nicht ausgepackt. Hier sind meine ganzen Ohrringe drin. Ich habe diese Schatulle übrigens von einer Freundin geschenkt bekommen und ich fand es so süß, weil ich gar nicht damit gerechnet habe und einfach Post bekommen habe von ihr. Und nun zu dem Inhalt der Kommode. Hier in der ersten Schublade sieht es absolut chaotisch aus. Ich habe hier meine gesamten Nagellacke, obwohl ich das alles nicht mehr benutze zurzeit, weil ich nur noch Gelnägel trage. Dann habe ich hier ganz viele Räucherstäbchen, beziehungsweise es sind eigentlich nur noch die Überbleibsel. Das ist auch noch ein Geschenk für eine Freundin. Meine Sonnenbrille. Oh mein Gott, ich liebe diesen Schlüsselband. Das ist einfach von Tamagotchi. Und hier ist auch so eine kleine Tamagotchi-Figur drin. Wie süß ist das? Und noch mein Twitch-Schlüsselband. Also hier hinten sind noch zwei Sonnenbrillen. Hier ist ein bisschen Chaos. Hier wiederum habe ich mein Make-up. Ich habe mittlerweile eine recht reduzierte Make-up-Collection. Ich hatte mal auf jeden Fall sehr viel mehr Make-up. Aber hier ist eigentlich alles drin. Augenbrauen, Puder, Lidschatten von Animal Crossing, ein Blush, nochmal ein Augenbrauen-Kit, noch ein Blush. Hier habe ich die beiden Produkte von Yepoda und Bauchi. Das ist einmal so ein Blush, Get Glassy. Und ein Lippenöl. Die haben voll die schöne Verpackung auf jeden Fall. Ja, das ist alles hier drin. Ich liebe auch diese kleinen Aufbewahrungskästchen. Die finde ich richtig toll. Und hier sind tatsächlich meine ganzen Paletten drin. Also ich habe die Conspiracy-Palette. Das ist eine Highlighter-Palette. Die liebe ich so sehr. Die ist richtig toll. Maleficent-Palette. Ah, dann habe ich hier noch einen Augenbrauenrasierer random. Die Zodiac-Palette. Hier ist noch so random Stuff. Und hier hinten sind super random meine Kontaktlinsen. Hier sind ganz viele kleine Parfüms, aber derzeit trage ich nur Chloe Tangerine Rose. Und hier sind noch so ein paar Make-up-Bags. So, machen wir mit der Schublade weiter. Auch in Ordnung, aber man kennt es nicht anders. Hier sind Schlafklamotten und Sportklamotten drin. Also ja, hier sind meine Kneepads. Hier ist irgendwie mein Lounge-Set. Noch ein Lounge-Set. Die Sachen sind alle hier drin. Hier sind meine Hosen drin. Leute, ich hätte das noch alles aufräumen können, ne? Habe ich irgendwie nicht so dran gedacht. Auf jeden Fall sind hier meine Jeans drin, meine Hosen, alles, was man da braucht. Hier ist meine Unterwäsche und Socken drin. Und hier befindet sich normalerweise meine Bettwäsche, die ist aber gerade in der Wäsche, und meine Handtücher. Also ich komme hier perfekt mit dem Platz aus. So, wenn man hier jetzt ein bisschen rüberschwenkt, habe ich hier mein Spiegel stehen und dahinter ein richtig schönes Bild hängen. Also das ist so ein Poster, das habe ich glaube ich von Amazon, und die Posterhalterung auch. Und ich liebe es, wie es aussieht. Der Spiegel ist halt 0815 Ikea, der ist okay. Aber ich liebe es, wie das mit den Schmetterlingen dahinter aussieht, mit diesem Bild. Hier sieht man auch immer morgens meine Spiegel-Selfies auf Instagram. Und wie gesagt, dahinter habe ich mein Poster. Und diese Wand ist übrigens auch grün gestrichen, falls man es noch nicht gesehen hat. Ich habe nämlich die Wand und die Wand gegenüberliegend gestrichen. Aber dazu kommen wir gleich. Hier in der Ecke ist auch meine Heizung. Genau, und das ist alles direkt neben meiner Tür zum Balkon. Ich habe nämlich meinen eigenen Balkon in meinem Zimmer. Der Baum ist mittlerweile echt fast kahl. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe es einfach nicht geschafft dieses Jahr, mich um diesen Balkon zu kümmern, weil wir so viele andere Dinge auch gemacht haben in dieser Wohnung. Und der Balkon war keiner davon. Da stehen nämlich noch ganz viele Sachen drauf, die einfach weg müssen in den Müll und teilweise auch schimmeln. Also, wir können ja mal kurz da drauf gehen. Der Boden sieht schrecklich aus. Hier steht eine
gefüllte Wanne. Hier ist Blumenerde, die ist actually frisch. Diese ganzen Möbel müssen weg, weil die alle schimmeln. Und hier liegt ein toter Vogel. Ich denke, den werde ich euch zensieren. Das ist nämlich ziemlich eklig. Der ist mittlerweile schon fast komplett verrottet. Aber er liegt da noch. Auf jeden Fall plane ich für den Balkon eigentlich echt noch was Schönes. Ich hätte den wirklich gerne clean. Ich denke, für nächstes Frühjahr. Ich denke, das wird machbar sein, weil ich dann einfach in der Wohnung eigentlich nichts anderes mehr machen muss. Also wir kümmern uns jetzt ums Wohnzimmer, über die Winterzeit noch und dann kann ich meinen Balkon machen. Okay, gehen wir weiter. Okay, eine Sache, die noch gegenüber von der Kommode ist. Ich habe nämlich den Platz extrem gut genutzt hier. Man sieht auch, die Tür geht auch nur bis zu einem gewissen Winkel auf, weil ich hier den Platz so genutzt habe. Neben der Tür ist hier das Regal, das quasi als Raumtrenner auch dient. Von dieser Seite aus ist das Regal leider nicht so schön gefüllt. Auf der Seite habe ich quasi meine ganzen Fantasy-Bücher. Ich habe hier Twilight auf Deutsch. Ich habe hier die Silber-Trilogie. Hier habe ich die Shatter-Me-Reihe, Hunger Games, Divergent, die ersten beiden Teile auf Deutsch. Hier ist so Philosophie und Märchen. Weirdes Genre auf jeden Fall. Aber genauso ist auch hier noch alles durchgemixt. Also die Sachen konnte ich einfach noch nicht so gut zuordnen. Hier sind vier Harry Potter Bücher. Fünf Harry Potter Bücher. Das ist nämlich Harry Potter auf Englisch, eine der Erstausgaben. Der Hobbit, Fourth Wing. Hier habe ich Good Girls Guide to Murder, The Inheritance Games und Agatha. Da kommen noch mehr Bücher dazu, obviously, weil die und die Reihe noch nicht zu Ende ist und die auch nicht. Fällt mir gerade auf. Hier habe ich meine übrig gebliebenen Mangas. Ich habe nämlich die gesamte Death Note-Reihe und ein paar Attack on Titan-Bücher und Zelda-Bücher. Hier drunter meine ganzen Tagebücher und Bullet Journals. Auch da, ich muss da mal Ordnung reinbringen. Und genau, das zeige ich euch von der anderen Seite. Und hier sind auch nochmal drei Kartons, die man wirklich nicht öffnen möchte. Hier ist Technikkram drin. Hier sind meine ganzen Malutensilien drin. Und hier ist auch nochmal ganz viel Technikkram drin. Und das war der Eingangbereich und der Spiegel und der Balkon. Machen wir weiter mit meinem Schreibtisch. Mein Schreibtisch steht genau vor den großen Fenstern vom Balkon, was natürlich viel schönes Tageslicht drauf wirft. Ich habe einen Schreibtisch, den kann man tatsächlich hochfahren. Das heißt, ich kann auch im Arbeiten stehen. Ich kann auch im Stehen arbeiten, so rum. Was ich sehr praktisch finde, weil ich hasse es, lange zu sitzen. Es tut tatsächlich oft gut, wenn ich im Homeoffice bin, einfach mal den Schreibtisch hochzufahren und einfach mal eine Runde zu stehen. So, nun zu den Details. Ich habe hier einen wunderschönen Stuhl. Den habe ich von Dovings. Den finde ich richtig toll. Zwei Bildschirme, ein fetter PC, ganz viel Technik, die ich noch zum Streamen auch benutzt habe. Beziehungsweise ich habe schon das Stream Deck verkauft. Ich habe diese coolen Logitech Maus und Tastatur. Übel nice. Mein Mikrofon, das ist auch so ein richtig gutes, was ich damals noch zum Stream hatte und wo ich aber auch immer noch sehr dankbar bin, dass ich es habe, weil zum Beispiel Podcast-Aufnahmen damit ja auch sehr gut funktionieren. Hier liegt mein Bullet Journal, das liegt eigentlich immer irgendwo rum. Gerade liegt es hier. Meine Lieblingsdeko, meine Lego-Blumen. Ich liebe die, die sind so schön und auch in dieser Vase sehr schön. Hier habe ich so eine kleine Ansammlung von random Dingen, wie zum Beispiel SD-Karten, Feuerzeug, ein Maßband, ein Haargummi, damit das alles hier nicht so rumfliegt. Und mein kleines Stativ, was ich oft zum Filmen benutze. Mein Laptop liegt hier auch. Ich habe nämlich nur einen Schreibtisch, offensichtlicherweise. Und arbeite quasi PC und Laptop an einem Schreibtisch. Was ich ein bisschen nervig finde, aber kann man nichts machen. Der liegt hier auch so rum. Was ich noch auf meinem Schreibtisch habe, ist mein Bücherstapel. Auch nicht optimal. Aber das sind alle Bücher, die ich noch lesen möchte. Beziehungsweise die ich noch nicht gelesen habe und die ich mir gekauft habe. Und die sehe ich hier immer schön und erinnere mich immer dran, dass ich keine neuen Bücher kaufen sollte, weil ich diesen Stapel erstmal weglesen muss. Funktioniert das? Nein. Und hinter meinen Büchern versteckt steht noch meine Switch, die natürlich auch girlified ist, mit süßen Tasten, so eine süße Hülle gekauft. Das ist auch alles nur improvisorisch und das wird alles noch irgendwann anders, aber das ist Stand jetzt. Und dann kommen wir hier auch schon direkt zur anderen Seite von meinem Bücherregal. Das ist deutlich schöner eingerichtet. Ich habe tatsächlich hier oben alle meine Non-Romance-Bücher, also so Selbsthilfebücher, Psychologiebücher, Finanzbücher, alles sowas. Und ich habe die seit neuestem color-coded, also geht von weiß zu gelb zu rot zu lila zu blau zu grün zu schwarz. Ich lieb's, wie es aussieht. Hier habe ich übrigens meine ganzen, keine Ahnung, Philosophical Fiction Bücher und Romance Bücher und noch ein paar random auf Deutsch Bücher. Meine ganze Harry Potter Reihe und die ganze Harry Potter Reihe auf Englisch und noch ein Harry Potter Filmbuch. Und hier sind ein paar Andenkenkisten. Also, keine Ahnung, das ist noch nicht gefüllt. Die beiden will ich noch austauschen, aber ich brauche noch schönere Kisten. Genau. Und hier stehen meine ganzen Ordner. Also, das sind alles meine Ordner von der Uni und Unterlagen für die Selbstständigkeit etc. pp. Hier ist auch so ein bisschen Andenken, Krimskrams. Ja, das ignorieren wir einfach. Dann kommen wir erstmal zu dem oberen Teil hier. Hier stehen zwei Pflanzen. Die sieht auch schon ein bisschen traurig aus. Mein Dino-Sparbuch.
Sparschwein. Das habe ich mal geschenkt bekommen zum Geburtstag. Ich liebe das. Hier sind die ganzen Bällchen von Millie und Bobby. Meine ganzen Duftkerzen stehen hier. Feuerzeug. Ich habe mir so ein elektrisches Feuerzeug gekauft. Finde ich richtig toll. Und hier ist ein Zauberstab von Hermine. Ein Bild. Fernglas. Dann schwenke ich mal rüber zu meiner Wanddeko. Da bin ich nämlich sehr stolz drauf. Ich habe zwei Regalbretter hier. Das sind so schöne mit so Stuck, sagt man das? Das ist Stuck, keine Ahnung. Eine meiner ältesten Pflanzen, ein Kalender. Hier hängt mein La La Land Poster. Hier ist auch eine meiner ältesten Pflanzen und die ist mittlerweile so groß geworden. Die war mal so klein und jetzt ist sie so groß. Hier liegen so pretentious Bücher von Paolo Coelho zum Beispiel, die einfach schön aussehen als Deko mit einer Kerze drauf. Mein fetter Amethyst, den habe ich auch mal geschenkt bekommen und da bin ich auch immer noch so dankbar für, weil der ist so schön. Meine Sternenlichtprojektorlampe und das habe ich auch schon ewig. Das ist eine Vase von Ikea mit so Fake-Pflanzen drin. Und darüber hängt ein Bild von Sally, meiner Tätowiererin und einer sehr guten Freundin von mir. Hier hängen ein paar Bilder von mir und von einer Freundin. Das Bild hat actually mein Urgroßvater oder Ur-Urgroßvater gemalt. Das habe ich gemalt. Das ist von einer Twitter-Künstlerin. Zumindest ich kenne sie von Twitter. Sorry dafür. Und ein Schmetterling, der präpariert wurde von besagter Freundin. Und ich liebe einfach, wie das so im Gesamtbild aussieht. Das ist wirklich so mein ganzer Stolz an Einrichtung. Und dann können wir uns auch schon direkt dem Nachttisch widmen. Der ist nämlich direkt unter diesen Regalbrettern. Und es ist auch einfach so ein scheiß Kallax-Regal. So ein 2x2-Regal. Womit ich jetzt nicht unbedingt happy bin. Aber das wird auch irgendwann ausgetauscht. Aber für jetzt funktioniert es gut. Let's get a closer look. Ich habe hier drüben meine Spiri-Ecke. Ich habe hier nämlich meine Tarotkarten und meine ganze Kristallsammlung. Ich lieb's. Hier steht auch ein Räucherstäbchen und eine Ikea-Uhr, ein Feuerzeug. Hier liegen die Bücher, die ich immer aktuell lese. To be honest, die unteren beiden habe ich lange nicht mehr aufgehoben. Aber hier oben liegt mein Kindle. Darauf lese ich zurzeit eigentlich fast nur. Hier steht gerade eine Duftkerze. Ich habe eigentlich sehr oft eine Duftkerze an. Meine Wasserflasche, meine geliebte Salzkristalllampe. Und hier stehen meine ganzen Vitamine, die ich jeden Abend so nehme. Ich versuche nämlich sehr viel auszugleichen. Ich nehme Magnesium, Mönchpfeffer, Eisen, Zink, Vitamin D3 und natürlich Vitamin B12. Und da steht alles hier so oben drauf. Hier unten habe ich so Medikamente und sowas. Hier ist immer mein Laptop manchmal, meine Apple Watch, mein iPad und mein Tagebuch und ein paar Adapter und sowas. Hier ist mein ganzes Stationery drin. Oh mein Gott, ist das unordentlich. Aber hier habe ich halt so Sachen drin wie Kleber, Schleifen, Washi-Tapes. Und hier unten ist mein ganzes Nintendo-Kram drin. Die ganzen Spiele von damals. Mein Wuffel. You get the deal. Oh, und by the way, hier steht noch eine Gitarre neben dem Ding unter dem La La Land Poster. Die hat aber eine gerissene Seite. Und ich weiß, dass ich irgendwo eine habe, aber ich war zu faul, das bisher zu fixen. Und nun, welcome to my bed. Ich liebe mein Bett. Ich liebe es generell, im Bett zu sein. Ich war schon immer so jemand, der einfach 24/7 im Bett liegen konnte. Cozy Girls Unite. Mache ich natürlich nicht mehr, aber mein Bett ist mir sehr wichtig. Und es ist mir sehr wichtig, dass es alles cozy und schön ist. Zum einen ist mir sehr wichtig, meine ganzen Kuscheltiere. Ich liebe die. Die lassen mich fühlen wie so ein kleines Kind, was einfach alles bekommt, was es will. Im Spielzeugladen. Ich habe auch jedes Kuscheltier von wem anders bekommen. Das finde ich auch richtig sweet. Auch meine Bettwäsche. Ich liebe die. Die hat mir meine Schwester geschenkt. Die ist übrigens von H&M Home, falls ihr euch fragt. Aber ich bezweifle, dass es die noch gibt. Und, falls ihr es auch noch nicht wusstet, ich habe ein Pappbett, also so ein Gestell, was sehr einfach zu transportieren ist und keinen Platz wegnimmt. Deswegen habe ich das gekauft, weil es passt gerade so hier rein, das Bett. Und ich hatte früher noch weniger Platz. Deswegen habe ich mir dieses Gestell gekauft und habe es noch nicht bereut. Und hier an der Wand habe ich zwei Schaumstoffdinger, die Schall dämpfen sollen. In rosa natürlich, weil diese Wand auch rosa gestrichen ist. Also das Gegenstück von dieser Wand finde ich toll. Und was ich auch ganz, ganz toll finde, wenn man im Bett liegt, man kann vom Bett aus direkt auf mein Vision Board schauen. Hier gucke ich immer morgens drauf und lasse mich inspirieren und kriege Motivation. Ich habe hier übrigens noch ein Ding hängen, wo ich Sachen dran hänge, die mich glücklich machen, die von Freunden sind oder die mich an irgendwelche schönen Sachen erinnern. Hier sind auch Bilder dran. So ein Kram. Und dann gibt es eigentlich nur noch eine Sache zu zeigen. Das ist meine absolute Schandecke. Deswegen bear with me. Ich habe nämlich hinter meinem Bett, jetzt wird es richtig privat, hier habe ich nämlich noch eine kleine Kammer. Beziehungsweise, ja, hier stehen meine ganzen Koffer. Das könnte ich eigentlich alles auch mal besser organisieren. Meine Nähmaschine ist hier und Kartons. Aber hier hinten geht es tatsächlich noch weiter. Und hier sind eigentlich meine ganzen Hobbygegenstände. Hier sind so Malsachen. Da hinten ist absolutes Chaos. Aber ja. Und das war es auch schon mit meiner Roomtour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet irgendwie was daraus mitziehen oder irgendwie Inspiration sammeln, wie ihr euer Zimmer einrichten wollt. Ich finde, mein Zimmer ist vor allem für so wenig Platz sehr effizient eingerichtet. Also
Also ja, vielleicht nehmt ihr ja irgendwas davon mit oder an Deko-Tipps oder I don't know. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne einen Kommentar, wie ihr es fandet. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye!